Er gilt als politisches Stehaufmännchen. Doch dieses Mal dürfte es eng werden für Pedro Sanchez. Bei der anstehenden Parlamentswahl muss Spaniens Ministerpräsident um sein Amt fürchten. Seine sozialdemokratische Partei PSOE liegt in Umfragen deutlich hinter der größten Oppositionspartei, der konservativen Volkspartei PP, mit ihrem Spitzenkandidaten Alberto Núñez Feijóo. Im Wahlkampf-Endspurt versucht Sanchez, die Wähler zurückzugewinnen, die er mit der progressiven Politik seines Linksbündnisses verprellt hat. Wir werden die Wahlen gewinnen, weil wir es gut gemacht haben, weil Spanien wächst wie noch nie, weil es Arbeitsplätze schafft wie noch nie und weil es die Inflation besser im Griff hat als jede andere große Volkswirtschaft. Die Sozialdemokraten von Sanchez regieren in einer Minderheitskoalition mit der Linkspartei Podemos. Es ist die erste Koalitionsregierung in Spanien seit der Rückkehr zur Demokratie in den 1970er Jahren. Und sie hat so einige Achsen im ehemals so konservativen Spanien deutlich nach links verschoben. Im Kabinett sitzen so viele Frauen wie nie zuvor. Die Regierung nahm Flüchtlinge auf und sie erhöhte den Mindestlohn. Mehrere Vorhaben erwiesen sich als politisches Eigentor. Die Reform des Sexualstrafrechts führte durch einen Fehler im Gesetz zur vorzeitigen Freilassung von Straftätern. Die Linkspartei verprellte viele Menschen auf dem Land, unter anderem mit ihrem Aufruf zum Fleischverzicht. Für viele Spanier waren das wohl zu viele und zu schnelle Veränderungen. Keine der Alternativen überzeugt mich. Wenn man einen absetzt und einen anderen einsetzt, der aber mit einem paktieren wird, der uns all das Wenige, das wir erreicht haben, wegnehmen wird, dann kommen wir vom Regen in die Traufe. Also ich bin unentschlossen. Ich merke nichts von einer besseren Wirtschaft. Die Preise steigen jeden Tag. In seiner politischen Karriere war Sanchez schon mehrfach so gut wie abgeschrieben, doch er schaffte es immer wieder auf die große Bühne. Nach dem desaströsen Abschneiden der PSOE bei den Regionalwahlen im Mai setzte er eine vorgezogene Neuwahl an. Seine Rechnung, damit ein erneutes Comeback zu schaffen, könnte diesmal nicht aufgehen.